Servus zusammen und willkommen zurück. Ich bin der Grey Fox und wir spielen bei Franbow weiter. Ja, wir sind hier im Wartezimmer und haben das letzte Mal erfahren, dass wir nicht der sind, der alles sieht und deswegen will keiner mit uns reden. So. Aber ich würde sagen, wir vergleichen jetzt einfach mal mit den anderen die Tickets. Können wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Ich würde gern helfen, aber ich muss jetzt selbst helfen, also nein. Fragen kostet ja nichts. Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Davon habe ich ja nichts. Tut mir leid. Nein. Ha. Ist die Anzeige? Ich habe Nummer 2. Ich bin fast dran. Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Was ist, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann dein Ticket? Klar, wenn ich noch da bin, wenn du zurückkommst. Okay. So, den letzten sparen wir uns. Hey Kind, ich bin jetzt dran, mit der Schwester zu reden, klar? Wenn du nicht wartest und uns in Ruhe lässt, reiß ich dich in zwei und fress dich. Iiii, du isst Kinder? Wusstest du, dass wir Kinder eigentlich unreif sind? Hey, hey, lass den Patienten jetzt in Ruhe. Der Doktor wird die Schwere der Erkrankung feststellen, keine Sorge. Naja, die Krankheit ist wahrscheinlich... Meut, sie haben Babyköpfe. So, hier geht's dann wahrscheinlich. So. Bitte wieder aufmachen, Mapuka, das kriegen wir glaube ich nicht hin. Bist du der, der alles sieht? Mein großes Auge. Guckst du dir an. Hier, check mal mein Ticket ab, Keule. Nein. Hier war kein Ding. War hier ein Auge? Ah ja, stimmt. Du bist der, der alles sieht. Hier, check mal mein Ticket ab. Red mal einfach so. Entschuldigung, ich brauche deine Hilfe. Natürlich tust du das. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir sagen, an welcher Krankheit die Kreatur mit der Ticket Nummer 2 leidet? Er wartet im Wartezimmer. Schauen wir mal. Ah, ich sehe ihn. Aber so wie ich dir sehe, ist das keine Krankheit. Es ist nur ein Kopfschmerz, ausgelöst durch zu wenig Leid in ihm. Wow. Kann man ihm irgendwie helfen? Ich brauche sein Ticket. Ja, wenn du so viele Tränen weinst, dass du diese Flasche füllst, geht es. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen aus echtem Leid verursacht werden. Das wird kein Problem sein. Mein Leben ist momentan sehr problematisch. Ich dachte, alles wäre besser, wenn mein Kätzchen und ich nach Hause kämen. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist total verrückt. Es war schrecklich, mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mapuka sagte, dass ich für etwas ausgewählt wurde. Aber sie ist wieder eingeschlafen und beantwortet meine Fragen nicht. Ich brauche meine Katze. Die Umarmungen von Mr. Midnight sind mein größter Trost. Ich will ihn nur finden, damit wir nach Eterster gehen und glücklich sein können. Herrlicher Schmerz, so tiefgründig. Die Flasche ist nun gefüllt mit deinen Tränen. Gib sie dem Wesen, das wird dein Ticket das dein Ticket hat. Geh jetzt, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt. Tschüss. Okay. Also wieder runter zu den Patienten. Keule, wir haben deine Medizin. Hier, trink das, dann fühlst du dich besser. Oh, willst du mich vergiften? Haha, wie süß. Schauen wir mal. Schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, das ich je getrunken habe. Gib mir mehr, gib mir mehr. Nein,
Lass mich in Ruhe. Du hast gesagt, ich bekomme dein Ticket, wenn ich dir helfe. Okay, okay. Bitte. Und danke. Deine Tränen schmecken sehr, sehr lecker. Patient geheilt. Bing, bing, bing. Und wir sind dran. Just in time. Jo, Keule. Check this out. Hallo, Patientin Nummer 2. Wir tun, was wir können, um sie zu retten. Hast du einen Termin? Nun, nicht wirklich. Wir haben gesagt, ich soll eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen Kranken ohne Termin nicht. Aber ich bin nicht krank. Ich habe mein Kätzchen verloren und will ihn wiederfinden. Verlorenes Kätzchen, keine Sorge. Das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit. Was? Du hast aber Glück gehabt. Viele verlieren stattdessen den Verstand. Ah, Glück? Wie bekomme ich denn einen Termin? Oh, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Warum muss ich sie anrufen? Wir können die nicht jetzt einen Termin ausmachen? Oh, das wäre ja albern. Jetzt gerade warte ich auf deinen Anruf. Ah, na gut, ich rufe sie dann mal an. Ja, der super bürokratische Weg quasi. Haben Sie einen Termin? So, das Telefon war, glaube ich, hier drin. Ja. Und damit... 0, 1, 2, 2, 1, 2, 7, 2, 7, 6. Oh, hallo. Ja, sie sagten, ich soll anrufen, um einen Termin zu machen. Oh, Rainbow hier. Ich habe jetzt Zeit. Nein, 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 ich habe Augen. Wirklich, okay? Wir sehen uns in einer Minute. Gut, gut, danke, tschüss. Ja, tschüss. Und damit haben wir unseren Termin. Hier, für dich müssen wir auch einen Termin machen, Keule. So, schauen wir mal. Hallo Patient Nummer 2, haben Sie einen Termin? Ja, Frenbo ist mein Name und der Termin ist jetzt. Ich schau mal ins Archiv. Ja, da sind Sie. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Einfach durch die rechte Tür gehen. Okay, danke. Juhu, wir haben einen Arzttermin. What? Tut mir leid. Habe ich Sie erschreckt? Sie sehen recht blass aus. Puh, ja, ja, ein Albtraum. Siehst aus wie ein gesunder Mensch. Oh, danke, glaube ich. Wenn ich bitten dürfte, ich habe einen Termin. Mir eigentlich egal, weil es mich nichts angeht. Naja, wahrscheinlich Patient Nummer 1. Danke, Patient Nummer 1. Aber WTF, wie sieht denn der aus? Hat er den Doktor gefressen? Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden? Ist der Schmerz noch nicht genug? Du bist Remo, oder? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Traurigerweise kann ich dir in der dritten Realität für eine lange Zeit nicht gesehen werden. Ich bin Remor, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern getötet? Wo ist meine Katze? Was hast du Dr. Dern angetan? Ich genieße es sehr, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste. Benutze dich für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht. Nicht mehr. Du trickst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum hast du meine Eltern getötet? Warum? Du unterstellst mir, dass ich so etwas Schreckliches getan habe? Ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen zu sehr. Hast du nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist zerbrechlich. Einfach zu verderben. Oh, 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 oh. Nein, das kann nicht sein. Hör auf. What?
habe es nicht getan. Ich war es nicht. Bitte hör auf. Alter! Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stern wird. Hat sie jetzt tatsächlich ihre Eltern getötet am Ende, oder? Ich habe meine Eltern nicht umgebracht. Habe ich nicht. Das Monster will mich reinlegen. Das weiß ich. Jeder hier ist verrückt. Ich muss mein Kätzchen finden und abhauen. Na dann erstmal wach werden. Und die Tür ist zu. Dann nehmen wir die. What? Kätzchen, mein Liebling. Ich bin für dich da. Geht es dir gut? Kätzchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Das ist schon runter? Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Es ist dieser Ort, oder? Du musst hier weg, damit du wieder mit mir sprechen kannst. Bring dich nach Iterster, mein Liebling. Palandras kann uns helfen. Nichts wird uns je wieder entzweien. Das verspreche ich. Mia. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dern helfen. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Dr. Dern, geht es Ihnen gut? Aufwachen. Bitte, Dr. Dern, wachen Sie auf. Leben Sie? Wie kann ich ihn nur aufwecken? Eine Spritze mit roter Flüssigkeit. Bücher, Bilder. Oh, diese Knöpfe machen gar nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen ihn jetzt brutzeln. Macht dieser Hebel. Autsch, elektrischer Schlag. Ich glaube, ich lasse es hier. Gut. Probieren wir es auf die Art. Vielleicht weckt die das auf. Jetzt hat sie so ein bisschen was Fieses gehabt gerade. Ah, verdammt. Was war das? Keine Sorge, Dr. Dern. Ich bin es, Fran. Ah, was? Nee, nicht so gut. Fran Bow aus der Auswandanstalt. Wir waren auf dem Friedhof. Erinnern Sie sich? Fran, was ist geschehen? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche ihnen zu helfen. Das große Monster brachte sie her. Wir müssen los. Komm schon, Fran. Monster? Ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Okay, es war überhaupt kein Monster. Ich möchte nur helfen. Wer seid jetzt ihr? Okay, die Tante? Aber was machen sie denn hier? Ich dachte, du hättest sie angekettet. Ah, das habe ich getan. Ich habe doch gesagt... Ist schwer zu zähmen. Soll ich sie für sie loswerden? Mich loswerden? Tante Grace, warum sagst du so etwas? Wer ist dieser alte Mann? Wie niedlich. Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Sie kennt sie? Wer sind sie? Ich bin Dr. Oswald Harrington. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald? Wie in Oswald-Anstalt? Ja, Fran. Der gleiche alte Mann. Aber woher kennen Sie meine Mutter und meine Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die großartige Komplexität von Zwillingen untersucht. Lucia und Grace waren Teil meiner Studien. Sie helfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Den Schlüssel. Wussten Sie, dass meine Eltern ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat ganze Arbeit geleistet. Deine Manipulationsfähigkeiten sind außerordentlich. Verstehe nur nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Immerhin warst du es, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig. Wer ist Remo? Warum jagt er mich?
Sagen Sie es mir. Remor ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine geblendete und machtvolle Manifestation deiner Ängste. Aber warum würde das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern sich in meine Arbeit eingemischt haben. Aber ich habe dir sogar einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz steht in Verbindung zum Wachstum und Stärke, Friend. Oswald, bitte, tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, sei nicht so böse zu mir. Wir sind eine Familie. Gehen wir, mein Kätzchen und ich finden diesen Ort, einen Ort, wo wir dich nicht stören. Bitte, lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Friend. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Komm schon, wir gehen. Hey, du darfst Mr. Midnight nicht mitnehmen. Geh mit deiner Tante, Friend. Es ist nicht das, was du willst. Ach, ist es nicht das, was du willst? So. Hey! Friend, mein Schatz, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen sein wirst. Er sagte, wir sollen gut auf dich aufpassen, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das stimmt nicht. Oswald will wirklich nur dein Bestes. Damit das geschehen kann, musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Und dann wird alles gut werden? Natürlich. Aber es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Warte, 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 was? Ein Kätzchen. Er hat Mr. Midnight runtergeschmissen. Komm schon, Friend. Hör auf zu weinen. Die Katze ist jetzt tot. Es war mein Freund. Du hast meinen besten Freund getötet. Du hast auch mitgeholfen, meine Eltern zu töten, oder? Oder? Kannst du noch in den Spiegel schauen? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Auf, Friend. Hilfe, Hilfe! Bitte, Hilfe! Ja, ich bin auf deiner Seite, Friend. Mach die Alte kalt, die hat deine Katze getötet. Wag es nicht, Grace anzufassen, du kleines Monster. What? Oh mein Gott, sie ist total verrückt. Bringen Sie zu mir, ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Was? Muss jetzt das Gehirn extrahieren? Ren, geht es dir gut? Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, Dr. Durst. Ren war krank. Aber sie blutet, ich kümmere mich um sie. Nein, das werden Sie nicht. Sie gehört jetzt mir. Ich habe seit vielen Jahren auf diesen Moment gewartet. Ich habe das richtige Kind gesucht, das richtige Gehirn. Jetzt, da ich es habe, kann mich nichts aufhalten. Doch. Bam! Alter, der ist ein Jedi. Oh, Fran, alles wird gut werden. Wer sind Sie? Ich bin Edward, der... über den viele Kinder reden. Aber sie sind kein Mensch. Ektopro, Ektoprote, Palondras, Manokais. Palondras! Boska, Edward. Ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott. Bleiben Sie von dem Mädchen weg. Lassen Sie sie in Ruhe. Und er hat Mr. Midnight. Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du? Du
kannst den gleichen Körper benutzen? Ja, ist noch nicht gänzlich fort. Los geht's. Oh, Mutter Mabuka, du hast die Unschuld eines Kindes, des Kindes genommen. Fran ist jetzt tot und lebendig. Wache in der Dunkelheit auf, Fran. Du wirst zum Licht gehen können. Beide ganz gespannt, Palondras fleißig bei der Arbeit. Fran wird wieder wach. Was ist passiert, Edward? Palondras? Mein Kopf tut weh. Mr. Midnight, wie? Kätzchen, du lebst. Ich habe dich so vermisst. Bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? Okay. Dr. Dern, schauen Sie. Das sind Edward und Palondras. Ich habe Ihnen von ihnen erzählt. Ich habe Ihnen gesagt, sie sind echt. Glauben Sie mir jetzt? What? Kann ich nicht hören. Ich glaube, er steht unter dem Einfluss von Mabuka. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber... Kann er mitkommen, bitte? Er war sehr nett zu mir. Er wollte mich nur beschützen und mir helfen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass all das ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, nichts von all dem ist passiert. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Stehe. Naja, das ist wohl okay, solange er sicher ist. Das ist sehr nett. Endlich siehst du weiter als deine eigenen Wünsche. Du wirst eins mit allem werden. Deine Eltern wären sehr stolz auf dich. Glaubst du wirklich? Oh, danke, Palondras. Da gibt's einen Schmatzer für die Großen. Schicken wir Dr. Dern nach Hause. Marcel Dern. Oh, na. Beckmars und Zudensla Ecto. Ab nach Hause mit ihm. Auf Wiedersehen, Dr. Dern. Gehen wir, Fran. Es ist so viel, dass du sehen und lernen musst. Hehe, das klingt nach Spaß. Auf geht's, Kätzchen. Vieles weiß ich immer noch nicht. Aber eins weiß ich. Bei der Wahl zwischen Schuld und Angst wähle ich das Glück. Ein paar Palondras als Flugdings und Edward mit seiner Maschine, die er anscheinend wieder repariert hat. Ja, wir haben Fran Wong durchgespielt. Ich muss sagen, ich kann das gerade nicht so ganz einordnen, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Ende war, weil irgendwie scheint es ja doch so zu sein, dass sie am Ende gestorben ist und deswegen nach Eterster kann und vielleicht ja aber doch nicht. Eure Meinung dazu würde mich interessieren. Packt es mir bitte in die Kommentare. Und ja, ich danke euch recht herzlich, dass ihr die Reihe mit mir mitgemacht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Reihe, hoffe ich natürlich. Ja, wenn das Ganze euch zusagt, denkt wie immer ans Däumchen und an das eine oder andere Kommentar. Und wenn ich schon gemacht, lasst das Abo da, um für die nächste Reihe gewappnet zu sein. Und in dem Sinne... lasse ich euch noch ein bisschen den Abspann hier, um euch Zeit zu geben, eure Gedanken zu sammeln und sag: Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis die Tage.